Erkennst du, das alles ist ein Teil dieses Mindsets, dieser Denkweise, in der Menschen in ihrem Vergleichen und ihrer Entschlossenheit, sich selbst als unwürdig oder unterwürfig zu sehen, in irgendeiner Weise, zu dem Schluss gekommen sind, dass es für alles einen Preis zu zahlen gibt. Und wir stimmen damit insofern überein, dass der Preis, der zu zahlen ist, der Preis der Ausrichtung ist. Aber der Preis der Ausrichtung ist die Abwesenheit von Widerstand. Damit ist also der Preis, den du zahlst, Leichtigkeit statt Kampf. Und wenn du das erst einmal tief in deinem Inneren verstanden hast, wenn du das erst einmal, wir würden so gerne jeden von euch einfach auf dieses Verständnis hin umschalten, auf dieses Verständnis, dass du umgeben bist von diesem Kern, von dieser Suppe des Wohlbefindens und der Liebe und dem Wohlstand und dem Wohlbefinden. Wohlbefinden, 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 Wohlbefinden. Und hier stehst du nun in ihm mit einer Rüstung um dich herum und lässt es nicht rein. Mit einer Rüstung, die du im Kindergarten aufgeschnappt hast, einer Rüstung, die du von deiner Mutter aufgeschnappt hast, einer Rüstung, die du von deinen Freunden aufgeschnappt hast. Mit anderen Worten, du lässt es nicht ein, weil du dir eingeredet hast, dass du unwürdig bist oder dass du nicht gut genug warst oder dass du etwas hättest anders machen sollen oder dass du nicht einen hohen Preis dafür gezahlt hast oder dass du nicht genug getan hast, dass du nicht auf die richtige Weise durch diesen Reifen gesprungen bist oder dass du nicht die richtige Ausbildung hast, dass du nicht unter dem richtigen Stern geboren bist oder zur richtigen Zeit, von der richtigen Person, der richtigen Kultur, in der richtigen Religion. In welcher Ausführung auch immer, es ist verrückt, was ihr euch alles darüber ausdenkt. Und hier ist also diese Suppe des Wohlbefindens, die dich umgibt und die jede Faser deines Seins durchdringt, um dir alles zu geben, was du willst. Und in dem Grad, in dem du es zulässt, es einlässt. Deshalb sagte Jesus, dass den Demütigen und Sanftmütigen die Erde übertragen wird. Diese Demut bedeutet dieser Nichtwiderstand, das Zulassen, das Gefühl, frei zu sein, diese Unbeschwertheit. Nicht die Zornigen, nicht die Entschlossenen, nicht die Herausgeforderten, nicht die Disziplinierten, die Demütigen und Sanftmütigen, die Zulassenden, die Verstehenden, die Gesegneten, die Annehmenden des Wohlbefindens. Erkennst du das?